Wasser aus einer Regenwolke einmal anfließt, was seine Geschichte wird. Oh, sägelig viele Tropfen fallen heute noch wie vor Hunderten von Jahren aus schweren Wolken aufs Land vom Alpstee, rund um den See. Fließt weiter durch dunkle Höhlen und lässt sich treiben, weiter und weiter. Nie kommt es an die Oberfläche. Im Dunkel und Nass lebt die Quellgöttin. Sie ist verantwortlich für den magischen Moment. Genau da treffen alle Wasser im Wirt. Fühlt sich unsere Mineralwasserquelle Tropfen um Tropfen. Die Zeit ist gekommen, dem kostlichen Geschenk von der Natur seine Bestimmung zu geben. Flüsse und Goldwasser strömen drauf, probiert zu werden. Feinschmeckige Kleider. Durch flinke Feenhände werden die saftigen Kräutchen, reifen Früchte und farbigen Blüten geerntet und mit dem kristallklaren Mineralwasser gemischt. Aufs Mal. Und da, im Land der Flauderei, mit all ihren Geschmäckern und Farben, ist wunderbar viel möglich.